Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Ich würde gerne bei Moodys Herausforderungen vorbeischauen, denn ich habe beim letzten Mal eine neue freigeschaltet und möchte jetzt gerne meine Aviforce und Sumpfkradler. Genau. Platziere die Wingardium Leviosa Steine so schnell wie möglich auf den Turmspitzen, Bestzeit 1:03. Zerstöre mit den Kesseln alles auf dem Turm. Zeit wäre 1 Minute. Okay. Pupotubler schleudern. Oh nein. Okay, also das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin gespannt, ob es klappt. Drückt mir die Däumchen. Ich nehme Harry. Ich sollte vielleicht demnächst auch nochmal Ron verwenden. Einfach weil und so. Ich könnte diese Dinge mit Sicherheit auch besser nutzen. Diese Karten meine ich, auf jeden Fall. Okay, los geht's! Bam! Zerstöre alles heißt wirklich alles, oder? Wollen die anderen beiden mir nicht vielleicht helfen? Also ich fände es schon ganz cool, wenn die anderen so ein bisschen mithelfen würden, ne? Also, ne? Weil so ganz alleine ist das schon irgendwie blöd. Komm schon. Und geduscht. Und dahin. Nein. Okay, geschafft. Gib mir das. Nehme ich das dafür. Oh, ups. Okay, die 1 Minute ist schon relativ schwierig. Gerade weil die anderen mir nicht helfen. Hallo. Wingardium Leviosa. Okay, Silber. 150 Bohnen. Wie gesagt, es wäre halt relativ sinnvoll, wenn die anderen mir dabei helfen würden, aber. Okay. 150 Bohnen pro Person. Ist doch ganz okay. So, und jetzt würde ich ganz gerne, beziehungsweise müsste ich nochmal, ins Badezimmer der Vertrauensschüler. Weil ich noch ein trimagisches Schild brauche. Ich würde aber ganz gerne mal zu den Sammelkarten. Nein, ich möchte nicht verlassen, danke. Alle Harry-Karten. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich es schaffe, in den nächsten Satz zu wechseln. Aber es funktioniert nicht. Vielleicht kann ich das ja auch nur mit der Tastatur. Nee, damit komme ich lustigerweise gar nicht zurecht. Okay, ja, es ist mir ein Rätsel, wie ich in die nächste... Wie ich zu den nächsten Sätzen komme. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Also irgendwie... Gut, dann nehme ich jetzt nochmal Ron. Einfach, weil ich es kann. So. Okay. Und wieder hier rüber. Dun, 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 dun. Okay, hier komme ich auf jeden Fall noch nicht rüber. Erklinge. Ja, natürlich. War ja klar, dass mir wieder Erklinge in den Weg kommen. Das war prima. So, ich schicke euch jetzt eine Runde. Oh. Bohnen. Ich mag diese Bohnen sehr. Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Echt mal. Ich brauche hier Hilfe. Okay. Leute. Das war prima. Leute. Okay, dann halt nicht. Okay, könntet ihr mir jetzt bitte helfen hier? Hallo? Leute, was ist denn los? Ja, ich stehe hier rum und mache nichts. Würdet ihr mir bitte mal helfen? Och, ist das denn euer fucking Ernst?
ohne Witz, ey, was soll das? Hermine, komm jetzt hier hin und hilf mir. Oh, ich wünschte, ich könnte die Personen einfach ändern. Ich komme hier doch nicht so... Ich komme doch so nicht weiter, Leute. Jetzt komm hier hin. Helf mir. Warum machen die denn nichts? Ja, jetzt kommst du an, weißt du? Boah, wie mich das nervt. Oha, was ist das da oben? Ach, Feuer, okay. Ja. Schnell ausmachen das Feuer, sonst kommen da böse Kreaturen raus. So, schnell ausmachen, ausmachen. Ha! Hat er gar keine Chance, da rauszukommen. Bäh! Wo ist der nächste Kessel? Da ist noch so ein kleines Schild. Und eins fehlt noch. Ich hab alle. Ja, Mann. Oder? Doch nicht. Ich dachte, 10 kleine werden zu einem großen. Naja, ich guck mich hier. Okay. Ich guck mich hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich doch noch ein großes Schild zu finden. Dann hätte ich für die nächste Aufgabe wahrscheinlich direkt schon mal eins zusammen. Los, komm schon. Jawohl. Jetzt käme theoretisch. Ach, siehst du mal. Folterkunde ist jetzt verfügbar. Okay, eigentlich müsste ich jetzt das nächste Level haben. Kommt schon. Nicht? Ach Leute, euer Ernst? Ich kriege aber auch keine Karten mehr. Warum kriege ich eigentlich keine Karten mehr? Naja, ich weiß nicht. Okay. Gut. Verbotener Wald, erste himmlische Aufgabe. Kräuter. 4 trimagische Schilde. Oha. Okay. Ich nehme Hermine. Was haben wir denn hier? Charakter, Aktio, Kraft. Kraftleiste wird erweitert. Aktio-Zauber wird mächtiger. Magieleiste der Gruppe ist zu Beginn teilweise gefüllt. Das ist cool. Was haben wir hier? Wenn Hermine neben einem Freund mit derselben Karte steht, wird die Kraft beider aufgeladen. Okay. Aktio wird mächtiger. Aktio wird mächtiger. Das brauche ich ja nicht doppelt, das ist ja Blödsinn. Magicus Extremus. Charakter, Kreatur. Hä? Kampf gegen Kröter einen Vorteil. Kampf gegen Erklinge einen Vorteil. Salamander? Sumpfkratzer. Kröter. Ich nehme mal Erklinge. Und was haben wir hier? Magicus Extremus. Wirklänge. Nehme ich. Gut, was haben wir hier? Rons Flüche werden mächtiger, ist gut. Ron wirkt 2 Flüche gleichzeitig. Diese Karte kann nicht zusammen mit einer anderen Fluchartkarte ausgerüstet werden. Rons Flüche werden mächtiger. Okay. Ja, dann müsste Ron ja eigentlich voll der Babbo jetzt sein. Eine Nachricht von Neville. Hier steht, sucht im Kräuterkunde-Gewächshaus nach Dianthuskraut. Damit kann man 1 Stunde unter Wasser atmen. Ja, und wer die Story nicht kennt, hat absolut keine Ahnung, wovon jetzt gerade geredet wurde. Denn das Dianthuskraut braucht man für die zweite Aufgabe. Die zweite Aufgabe sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir sind hier. Ach, hier sind diese. Oder auch nicht? Hallo? Wächst da irgendwas? Autsch! Ja, anscheinend nicht. Kann ich die Schaufel umpumpen? Ah, ich habe eine Schaufel. Fluch auf alle Schaufeln wirken, um Belohnungen zu erhalten. Okay, muss ich wahrscheinlich einfach nur aufpassen. Oh! Da kommt Bohnen raus. Die zweite Aufgabe sieht folgendermaßen aus, dass eine für
jeden Champion sehr wichtige Person quasi entführt wird und unten in den See gepackt wird, sozusagen. Natürlich mit einem Zauber geschützt. Huch. Ja, ihr Witzbolde. Und muss ich damit irgendwas tun? Muss ich damit was kaputt machen hier so? Ja, anscheinend nicht. Und die Champions müssen diese Person halt befreien. So sieht's aus. Und was muss ich denn damit machen? Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun muss. Ich höre Fäuche. Ich guck mal, ob es da hinten. Drachenstatue. Ach, das ist eine Schaufel. Ah, siehst du mal. Ich komme da leider nicht ran, weil ich dafür diesen komischen. Dieses komische Vieh brauche, was ich da. Dahin schuppen muss. Und hier komme ich nicht. Okay, ich komme hier nicht weiter. Ja, ist blöd. Wenn einem nicht gesagt wird, was man tun muss. Ich guck mal, ob ich. Achso, ich muss das vielleicht einfach noch so machen. Wingardium Leviosa! Oh, hey, das tut weh! Ja, sorry. Ron, würdest du. Boah, Alter! Ja, geht doch noch weiter weg. So. Kann man jetzt hier hoch? Nee, kann man nicht. Wie zum Henker lerne ich denn jetzt neue Zauber? Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich hier. Autsch! Dass ich hier einen neuen. Ja, geh doch da weg einfach. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich hier einen neuen Zauber lerne, aber offensichtlich tue ich das nicht. Hm. Ach so, hier. Ach, ich kann die Tür aufmachen. Oh. Oh, ups. Vielleicht kann ich die Dinger ja zermatschen. Nein, kann ich nicht. Capere Tractum! Okay. Sehr gut, weiter geht's. Hier ist das Buch, hier ist das Buch, hier ist das Buch. Ja, Mann. Der Herbivikus-Zauber. Klasse. Okay, jetzt kann ich den Zauber. Welchen auch immer. Oh, ich habe ein kleines Schild. Ich müsste doch eigentlich ein Schild im Überschuss jetzt sozusagen haben, weil ich beim letzten Mal. Warum komme ich hier nicht vorbei? Ist ja schlimm. Weil ich im Bad der Vertrauensschüler ja eigentlich 10 Minischilde gesammelt habe. Okay, was macht versucht dieser Herr? Versucht es mit Herbivikus. Wo Blüten wachsen lassen. Ach so, cool. Herbivikus. Ah, cool. Aktio. Aha, und das bringt uns was? Ach, damit kann man doch bestimmt auch diese Dinger da wachsen lassen. Das heißt, hier kann man das Schild ran. Das ist cool, das gefällt mir. Juhu. Komm schon, weiter. Harry rennt da hinten gegen diese Ecke. Also Ron, du darfst auch weitermachen, so ist das nicht, ne? Also. Nein, pfui, da ist noch eine Blume. Juhu! Okay, was kann ich hier tun? Kann ich doch auch irgendwas tun. Herbivikus! Aber was bringt mir das, wenn ich diese Pflanzen wachsen lasse? Im Prinzip doch gar nichts. Au! Diese Pflanze hat Dornen! Ach, echt? Und ich wette, sie sind ziemlich spitz, was? Nein. Kommst du auf so raus? Da ist auch noch eine. Also wie es aussieht, kann man da immer nur dieselben Pflanzen wachsen lassen. Aber hier... Aua. Kann ich jetzt nicht... Nee, anscheinend kann ich die nicht wachsen lassen hier. Mit der scheine ich irgendwas anderes machen zu müssen. Ich wette, wir könnten diese Pflanzen mit Herbivikus zum Wachsen bringen.
Wingardium Leviosa! Ah, okay, und jetzt kommt man hier hoch. Cool. Das sind wahrscheinlich auch die Pflanzen, die man dann auf dem Hogwarts-Gelände nutzen kann. Würdest du bitte da runterkommen? Dankeschön. Um auf diesen See zu kommen und da das Schild einzusammeln. Also theoretisch habe ich jetzt jede Menge Möglichkeiten. Das Level-Design ist schon echt cool, muss ich sagen. Hoffentlich ist hier keine Venemosa Tentacula drin. Oha. Falls eine hier ist, solltest du besser hoffen, dass sie nicht zahnt. Actio! Okay, jetzt bin ich noch kurz am... Wingardium Leviosa! Was mache ich denn mit dem Ding? Oh, upsie. Kann ich damit, mit dem kann ich doch irgendwas kaputt machen. Aber was? Oha. Was ist das? Haben wir etwa mehrere davon? Vermiculus! Mopse ziehen? Warum versuchen wir nicht die Seerosenblätter zu öffnen? Wow. Wow. Vermiculus! Herbivicus! Orchideus! Wow! Das sind viele Bohnen. Okay, und jetzt machen wir uns hier unseren Weg über das Wasser. Sehr cool. So, wir müssen hier nur an das Dianthuskraut rankommen, wo auch immer das ist. Oh, haha. Orchideus. Vermiculus. Ja. Oh, der ist zu einer kleinen Raupe geworden. Herbivicus. Oh. Noch mehr Bohnen! Wendet Bohnen, Bohnen, Bohnen. Auf die Bohnen an! Okay, ich gehe erstmal hier rüber. Und da vorne ist eine Kiste. Was kann ich denn mit den Kisten machen? Ah, da komme ich aber so noch nicht hin, ne? Nee. Okay, jetzt komme ich aber hier rüber. Aber ich kann hier nichts tun. Nee, das muss von der anderen Seite klappen. Okay. Die Jungs kümmern sich um diese komischen Motten, während ich hier die Seerosen öffne. Das freut mich. Vermiculus! Vermiculus! Klasse! Actio! Oh, Bohnen, 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 Bohnen! Oh, da kommen noch mehr. Na, aber zumindest kommen davon nicht so ganz viele, ganz so viele wie von diesen anderen Viechern immer. Oh. Kaufe den Traktum! Los, stirb! Motte, stirb! Geschafft! Aua! Ron, du bist so ein Fraggle! Oh, eine Bohne! Ihr wisst schon, dass ihr das Ding da nicht, Oh, das war ein bisschen sehr hoch. Versuchen wir das Ganze nochmal. Autsch! Auf sie mit Flüchen anzugreifen. Der Alter spritzt sonst raus. Vermiculus! Los! Inflatus! Sorry, dass ich hier immer so still bin, aber ich weiß auch gar nicht groß, was ich dazu sagen soll hier. Geschafft! Ups. Vermiculus! Okay, irgendwie, oh. Actio! Lalalalala. Ey!
Du hast meine Blume kaputt gemacht. Wow. Hört auf, sie mit Flüchen anzugreifen. Der Eiter spritzt sonst raus. Das Vieh hat mich gestochen. Yeah. Okay, jetzt kommt man da hinten auf jeden Fall auch hin. Oder auch nicht. Hä, wieso kommt man hier nicht hin? Aua. Körperretraktum. Muss man da hier irgendwo her? Autsch. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Wir haben es geschafft. Okay, die Viecher werden doch langsam ziemlich nervig. Weil hier irgendwie so viele sind und das überhaupt kein Ende nimmt, wie immer. Ne? Also, wenn hier schon Viecher rumrennen, dann muss sich das ja auch lohnen, ne? Wenn das Happy Vikus auf die Blätter an. Sie sind ganz verrückt nach den Blüten. Jawohl, geschafft. Vermiculus! Bohnen! Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Ron ist einfach mega verrückt nach den Bohnen. Könntest du bitte aufhören? Boah, dieses Mistvieh! Stirb einfach! Mann! Oh, wie das nervt. Eine Bohne. Okay, ich muss immer noch diese... Oh, da kamen die Bohnen geflogen. Ich soll immer noch diese Schaufeln finden, ne? Hallo. Brillant. Sehr schön. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wofür ich diese Kessel brauche. Hi. Habe ich es getroffen? Ich habe es getroffen, ja. Ach, da ist noch ein Pflänzchen. Herbivikus! Oh, da oben auch, okay. Ich wollte aber eigentlich die hier unten treffen. Nein! Ach Mann! Ich will die hier unten treffen, hallo. Die da. Da, die. Die da. Dann halt nicht. Muss ich immer noch außen rum? Irgendwie schon. Wingardium Leviosa! Tja, also... Ach, vielleicht für das Gelände? Nein, ups. Nein, irgendwie nicht. Aua! Oh! Sind da dran gestanden. Habe ich da jetzt was kaputt gemacht? Nee. Okay, also ich habe keine Ahnung, wofür ich diese Kessel brauche.